Moin, jo, heute möchte ich euch von sofern die SP31 in der Version 3 vorstellen. Eine Lampe mit einem 18650er Akku, hauseigener sofern Akku 3000 mAh, doppelte Federlagerung, sauberes geschnittenes Gewinde, hohe IP. Schutzklasse, Akku kann direkt über die Lampe geladen werden. USB-C Ladeport haben wir hier. Dies und noch viele weitere Infos, wie zum Beispiel 2000 Lumen im Turbo-Mode als Fokus, Dankeschön, als Output. Ja, findet ihr in der Videobeschreibung. Da ist die Lampe natürlich verlinkt. Ich packe euch sowohl den Link zur Sofern Homepage in die Videobeschreibung. Da kostet die Lampe, zumindest aktuell, wo ich dieses Video aufnehme, ungefähr 27 Euro mit Akku. Da kommt aber dann noch Versand und Steuern mit dazu. Und bei Amazon, da variiert der Preis des Öfteren. Da liegt sie bei ungefähr 50, manchmal sogar knapp drüber. Mit den Rabattcodes oder im Sale liegt man dann eher so bei 40 oder knapp über 40 Euro. Also so 40 Euro ist in meinen Augen wirklich ein guter, ein anständiger Deal. 50 Euro würde ich wahrscheinlich nicht mehr ausgeben für diese Lampe. Da wäre ich dann schon ganz klar wieder bei der Sofern SC32. Die ist kompakter mit dem E-Schalter hier hinten. Das gefällt mir dann doch noch mal eine Ecke besser. Einfach, dass sie halt ein bisschen kompakter ist, aber ähnlich viel Licht rausfeuert. Aber so oder so, auch wenn man 50 Euro für die Lampe bezahlt hat, bekommt man hier zwar eine sehr schlichte und unaufgeregte Taschenlampe, aber halt in der Nutzung sehr bedienerfreundlich mit einem wirklich schönen Lichtbild. Das hat mir gerade bei diesem Modell sehr gut gefallen. Ein jedes Mal, wenn ich die Lampe benutzt habe, dann war die relativ breite Ausleuchtung des Lichtbildes, die hat mir wirklich zugesagt. Sofern gibt, glaube ich, um die 270 Meter Leuchtweite an. Das würde ich jetzt wirklich nicht unterschreiben, aber so 100 Meter, da werden wirklich Gegenstände bzw. Bäume oder Häuser, solche Dinge noch gut angeleuchtet. Und mit dem 3000 mAh Akku, dann hat man auch wirklich relativ viel Kapazität, dass man die Lampe auch lange nutzen kann, zum Beispiel auch bei Nachtwanderung. Einfache Bedienung über sowohl Heckschalter wie auch seitlicher Klicker. Schaltest die Lampe an, hast dann hier nochmal optisch die LED, die aufleuchtet und einem auch anzeigt, wie es mit der Kapazität im Akku aussieht, da sie grün leuchtet, also alles im grünen Bereich. Und dann kann man halt durchklicken in den verschiedenen Lichtmodi. Und die 2000 Lumen, das ist wirklich sattes Licht. Klicke ich hinten auf den Heckschalter, starte ich dann auch wieder in diesem Mode. Kann man also so eingestellt lassen, wenn man immer gleich die 2000 Lumen haben möchte. Ansonsten natürlich auch, wenn man in dem niedrigsten Mode starten möchte. Da haben wir hier in diesem Low-Mode haben wir 15 Lumen und danach kommen dann Medium 300 Lumen, High 900 und halt Turbo 2000. Und wenn die Lampe aus ist und man drückt den seitlichen Schalter und hält ihn gedrückt und schaltet hinten wieder an, dann hat man auch noch einen Moonlight Mode von 1 Lumen. Den muss man halt über diese Anwahl betätigen. Also nochmal Lampe aus, seitlichen Schalter drücken und gedrückt halten, anschalten. Dann hat man diesen 1 Lumen. Ansonsten startet man halt wieder in dem zuletzt gewählten Mode, den man davor hatte, nur der wird dann abgespeichert. Und man hat noch zusätzliche Modi. Wenn die Lampe an ist und ich drücke auf den seitlichen Schalter und halte gedrückt, dann haben wir den Strobe-Mode mit 2000 Lumen. Und drücke ich dann nochmal, dann kommt man in einen SOS-Mode mit 300 Lumen laut Sofern. Und nochmal drücken, dann haben wir einen Beacon-Mode, also dieses Aufblitzen. Und das kann man auch durchcirkeln, nochmal drücken, wieder Strobe. Und drücke ich und halte ich gedrückt, dann komme ich wieder in den letztgewählten Mode. Heckschalter, Lampe aus. Jo, und das mit der gewohnt sauberen Verarbeitung, auch rein von der Optik, eine ganz typische Sofern-Lampe.
ist das alles sehr gefällig. Also ich kann über die Lampe nichts Negatives sagen. Natürlich bei den 2000 Lumen, die im Dauerbetrieb, dann regelt die Lampe irgendwann ab und runter. Das ist ja, das ist halt bei allen Lampen so. Irgendwo muss halt physikalisch die Energie, die Wärme bleiben. Man hat ja natürlich ein paar Kühlrippen, aber 2000 Lumen ist das schon einiges. Da wird die natürlich ein bisschen warm am Lampenkopf. Ansonsten auch die Länge. Wir haben ungefähr 12 cm Gesamtlänge, 2,5 in der Kopfbreite mit Batterie, 120 Gramm. Das ist schon einiges. Für viele wahrscheinlich viel zu viel für die Hosentasche, aber eventuell eine Rucksackjacke oder für Herbst, Winter, Frühling, für die Jackentasche. Da dürfte die Lampe ganz gut aufgehoben sein. Jo, und dieser einfache Aufbau in der Bedienung, in der Nutzung, das spricht hier wieder ganz klar für Sofern. Ich kann hier nichts hervorheben, was außergewöhnlich wäre. Weder ist der Preis außergewöhnlich günstig. Wenn die Lampe jetzt nur 30 € kosten würde, wäre es natürlich ein super Deal. Wie gesagt, 40 € ist für mich auch super aufgehoben. Bei 50 greife ich dann woanders zu. Aber es gibt ja keine technischen Features, die außergewöhnlich wären. Der Umfang mit Bedienungsanleitung, dem Ladekabel, Ersatzohrringe und Lanyard ist auch normal. Anständiger Akku ist dabei. Also ein rundes, gutes Paket, das Sofern hier abliefert. Und gerade, dass sie halt so einfach zu bedienen ist und ein schönes Lichtbild mit anständig Power hat, das spricht für diese Lampe. Also bekommt eine klare Empfehlung für mich. Beim Preis halt wirklich gucken, dass man sich vielleicht erstmal in den Warenkorb packt und wartet, bis man halt einen guten Sale-Preis hat. Aber dann macht man mit dieser Lampe nichts verkehrt. Ja, wie das halt ganz typisch ist für die Sofernlampen im ja, Budgetbereich von etablierten Marken, ist das so die Marke, die Firma, die doch regelmäßig sehr gute, sehr anständige Lampen raushaut. Alles klar, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer mit bleibt gesund, Peace, ich bin raus.